Und nun geht es weiter mit dem vierten Teil des Let's Plays mit der maximalen Goldeinstellung. Jetzt wird es langsam mal Zeit, hier aus der Höhle wieder herauszufinden. Also muss ich erstmal wissen, wo das nochmal so genau war. Das ist ja noch Eisen. Ah, das ist ja Eisen. Eisen ist hier nicht so wertvoll. Oder nein, ist wertvoller, hat er gesagt. Und jetzt muss ich langsam mal wieder nach Hause finden, weil ich auch 6 Diamanten habe. Da ist ein Cobblestone, aber da ist Wasser oder Lava verdeckt. Was ist da denn noch? Da sieht noch Knochen, Erfahrung und Skelett ist da. Was ist da denn los? Hier wieder noch Monster. Und tot. Also noch nicht vollständig ausgelöscht. Ah, das war mal hier, wo ich mal mit den Zombies ein Skelett. Nein. Ja, Zombie-Skelett und so weiter, das getötet habe. Zombies. Aber ich will erstmal nach oben nach Hause finden. Wo ging das jetzt hoch? Da wo das Kabel ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht. Die Steinspitzhacken aufbrauchen. Aber auf Gold will ich nicht umsteigen. So, dass sie zwar reichlich vorhanden ist, aber Goldspitzhacken gehen immer so schnell kaputt. Hier geht's auch runter. Ach, hier bin ich in einen Gang geraten. Hier ist mal Redstone. Redstone ist auch viel wertvoller hier als Gold. Und ich würde sich fragen, warum hier so viele Goldvorkommen sind. Das liegt einfach daran, dass ich bei den Welt-Customized-Einstellungen einfach die, bei Gold, die Minimalhöhe 0, Maximalhöhe 255, dann wie viel Ader pro Chunk auf 50 und dann auch die die Größe einer Ader auf 50. Und da kommt man schon auf solchen Wert. Jetzt habe ich hier relativ, also nicht viel, aber ich habe, jetzt muss ich erstmal wieder hoch, weil mein Hunger auch wieder ausgeht. Ab nach oben. Hier habe ich ja diese Insel ausgeleuchtet. Die ersten 3 Parts. Wer sie nicht gesehen hat, schaut sie euch bitte an. Sonst kommt sie auch nicht hier nicht rein. Den Golderz abgebaut. Hm? Oh, jetzt noch ein Schaf. Kommt hier näher. Oh, was? Anscheinend sind hier ein paar Tiere gespawnt. Eine Schafe brauche ich nicht. Also ich brauche keine Schafe, ich brauche Hühner, Kühne, also Hühner, Hühner, Kühe und Schweine. Und anscheinend hat man das jetzt wieder so gemacht, dass sie jetzt wieder spawnen, dass man sie nicht unbedingt züchten muss. Weil die jetzt hier auf der Rasenfläche gespawnt sind. Mein Hunger ist jetzt wieder leer, ich habe eigentlich nicht viel Essen mit. Erstmal die Truhe. Was kann ich da reinpacken? Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Na, Golderz ist man nicht. Bruchstein, 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 Bruchstein. Das passt da gar nicht rein. Also eine weitere Truhe muss ich herstellen. Da hab ich, ja, da habe ich Holz. Wie eine Truhe ziehen. Jetzt sind die Sachen unten. Und dann links platziert. Kohle? Na, lass ich. Ich hab hier nur noch eine Fackel. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Granit, Diorit, Ansieb brauche ich auch alles nicht. Brauche ich noch nicht. Eisenerz kann ich von den Ofen braten. Was soll ich denn noch packen? Na, naja, 64 und 1 Golderz. Das können wir gleich dazu packen.
Oder legen da zwei Hühner ein Ei. Lang das Gras. Dieses Huhn ein Ei gelegt. Nee, das hat kein Ei gemacht. Klang aber gerade so back, back. Hätten hier zwei Hühner ein Ei gelegt. Erde mitnehmen. Es sind keine Hühner. Aber ich sollte vielleicht immer mal Gold haben gehen und dann ein Goldblockhaus zu bauen. Hier ist ja ein Huhn. Aber ich bräuchte ja zwei, um die zu züchten unendlich oft. Eisen ist fertig, jetzt kann ich noch ein Gold reinpacken. Weil ich brauche mehr Kohle, muss ja mehr Kohle reinpacken. Und was habe ich denn noch? Diamanten. Die könnte ich ja. Könnte ich so eine Diamantspitzhacke machen. Na, ich habe keine Sticks natürlich. Gerade wenn man eine Diamantspitzhacke machen will, keine Sticks. Diamantspitzhacke. Damit ich ein bisschen Obsidian abbauen kann. Schlafen, bis wieder Tag ist. Ein frischer Morgen. Was jetzt? Das Gieß brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Knochen nehme ich mit. Eisenbarren lasse ich hier. Diamanten auch. Redstone auch. Und die 64 Golderz können da noch. Ach. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich da ein bisschen Nahrung noch finde. Ah, hat mich verletzt. Dann laufe ich mal aufs Land zu. Oh, ein Hund. Noch mal gerade dabei jetzt natürlich. Und noch 4 hat's gereicht. Da ist viel Schaden. Na, ich bin hungrig. Hier eine Höhle. Da unten ist ein Creeper und da gehe ich nicht rein. Jetzt habe ich noch 2 Knochen übrig. Sonst noch irgendwo ein. So, nur ein halbes Herz. Weil das Essen wieder ausgegangen ist. Ich muss jetzt dringend erstmal nach Nahrung suchen. Ich könnte jetzt noch in der Zeit ein bisschen Gold hier abgraben. Da ist nämlich ein riesiges Goldvorkommen. Ich darf aber nicht runterfallen wegen dem halben Herz. Und zwar so lange, bis die Eisenspitzhacke kaputt geht.
Ihr könnt natürlich auch Vorschläge geben über andere Let's Play-Teile. Also über Let's Plays zum Beispiel mit. Also ich würde gerne einen Let's Play, wo ich sehr viel Diamant habe, wo man selbst in einer Oberfläche Diamanten sieht. Eigentlich nur die Diamanten erhöht, das heißt, man muss auch erst Eisen finden oder einen Creeper explodieren lassen an den Diamanten, um erstmal daran zu kommen. Der erste Tag läuft wie ganz normal, nur dass man ganz viel Diamanten in der Oberfläche sieht. Noch die Eisenspitzhacke aufbrauchen. Geht auch gleich kaputt, die Eisenspitzhacke. Das ist noch nicht ganz kaputt. So, erstmal alles weggegraben. So, ist das mal weg. Nicht hoch. Erstmal würde ich dann sagen, dass ihr den Part den lassen ein bisschen kürzer, mit dem ich schneller hochgeladen habe. Dann könnt ihr auch Ideen schreiben, ob ich auch andere Let's Play Teile wie zum Beispiel Diamant oder so machen soll. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben, teilt dieses Video, um bekannter zu werden, damit ich bekannter werde. Und abonnieren seht ihr weitere Videos von mir.